gibt es seit 7 Jahren. Da kann ich jetzt ein bisschen selber was erzählen, weil ich selber der Leiter von dieser Gruppe bin. Normalerweise werden Sie ja von der Daniela Pfeiffer auf der Steirischen Harmonika begleitet, die hat aber heute nicht die Zeit. Und der Franz Kern ist heute eingesprungen, auch ein Musikant als Fahrer, der viel spielt bei Volkstanzen und bei den Schuhplatteln. Und der wird heute die jungen Fahrer und Schuhplattler begleiten. Sie waren ja schon in vielen Ländern in Europa unterwegs. Sie waren in Schweden dabei, in Helsingborg bei der Europeade. Das ist das größte Volkskulturfestival, das es überhaupt gibt in Europa. Da waren 6.500 Mitwirkende, 260 Gruppen haben da teilgenommen. Da waren wir Vertretung für Österreich mit dabei. Voriges Jahr waren wir in Prag bei den internationalen Folkloretagen. Wir waren aber auch schon in Ungarn und wir sind immer wieder auch unterwegs bei verschiedensten Veranstaltungen in Österreich und jetzt natürlich beim Aufsteirern in Graz. Los geht's jetzt mit dem Burmertanz.